Hey, moin Leute, eine Woche ist her und das heißt, diese Woche ist wieder einmal Deadlift dran. Also vor einer Woche habe ich ja 235 Kilo mal 5 gemacht und jetzt versuche ich 230, ja, und diese Woche versuche ich 235 für 5 zu machen. Wie ihr gerade eben wahrscheinlich schon gesehen habt, wiege ich 103,9 und ja, das hat mich ein bisschen überrascht, weil es ein bisschen weniger war, als ich dachte. Ich habe mich eigentlich bemüht, genug zu essen, aber ich habe dann die letzten Tage doch nicht getrackt. Und ja, dann passiert es halt, dann nimmt man halt doch wieder leicht ab. Und ich hoffe, dass mich das jetzt nicht zu doll negativ beeinträchtigt. Ich habe extra schön die letzten 2 Tage nicht trainiert, auch wenn ich eigentlich immer nur einen Tag Pause machen möchte vor Deadlift, weil ich sonst einfach zu wenig trainiere. Aber jetzt halt 2 Tage Pause und jetzt knall ich mir wieder ordentlich Booster rein. Und dann versuchen wir mal 235 Kilo für 5 Wiederholungen. Eine andere Sache, die ich heute auch nochmal ausprobieren würde. Ich habe gestern ein Video gesehen von Ben Söttinger, wo er meint, er möchte jetzt mal FST 7 ausprobieren. Und dann habe ich mir dann nochmal ein paar Videos auf bodybuilding.com angeguckt und so weiter. Und das Grundding ist halt einfach, oder das Wichtigste ist, dass man einen Satz drin hat oder eine Übung hat, wo man halt 7 Sätze macht, weiß nicht, so Brustpresse oder so ein Kram, und aber nur 30 Sekunden Pause. 7 Sätze, 30 Sekunden Pause, also praktisch richtig schnell hintereinander. Und dadurch, dass man halt nur 30 Sekunden Pause hat, bekommt man halt so einen richtigen Pump im Muskel. Und einerseits ist es cool, weil als Powerlifter hat man halt nicht so die krassen Pumps, wenn man dann halt irgendwie einen Satz macht, 3 Wiederholungen, oh, und dann 5 Minuten Pause, wieder chillt, an seinem Handy guckt und so weiter. Und ja, deswegen habe ich gedacht, cool, so ein bisschen anderes Training, wieder ein bisschen mehr Bodybuilding mit auf Pump und so. Und ja, ich weiß nicht genau, ob das jetzt so krass wissenschaftlich belegt ist. Ich glaube ein bisschen schon, aber dass halt der Pump an sich auch beim Muskelaufbau hilft. Also dass sozusagen allein, wenn man halt einen Pump hat im Muskel irgendwo, dass der dann halt wächst. Früher dachte man, das wäre irgendwie Bro Science oder so. Aber ich meine, es gibt mittlerweile auch Studien, die das belegen. Und deswegen kann man es ja durchaus mal integrieren und ist ja eigentlich ganz cool, so einen dicken Pump in den Muskeln zu haben. Ja, das war's aber von mir. Jetzt schieße ich mich ordentlich mit Koffein ab und dann hoffe ich, kann ich richtig schwer heben. So, wie liebe Leute, ja, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen könnt, hat das mit den 235 Kilo super geklappt. Aber dazu kommen wir später. Wie ihr jetzt ja erstmal seht, habe ich im letzten Video schon erklärt, mache ich sozusagen Massage für meine Beinbeuger. Die harte Tour mit der Langhantel. Richtig schön weich smashen. Ja, und danach wieder einmal eine Übung für die Hüfte. Habe ich alles schön vorgespult. Beide Seiten natürlich. Wunderbar. Dass man halt weiter runterkommt, dass der Rücken halt nicht von vornherein einkrümmt. Das habe ich ja schon oft erklärt. Ich weiß natürlich nicht, ob ihr alles gesehen habt. So, dann hier schön mit 60 Kilo angefangen. Ein paar Reps. Ich mache generell nicht so viele Reps zum Aufwärmen. Also bei den ganz leichten Gewichten, so bis 140 Kilo, mache ich noch ein paar Reps. Aber danach mache ich immer nur noch eine Rep, weil damit ich halt die ganze Energie behalte. Hier sieht man das eigentlich relativ schön, dass ich meine Schienbeine ganz gerade behalte. Das ist immer sehr schwierig, das schaffe ich auch nicht immer, meine Schienbeine gerade zu halten. Weil oft, wenn man sich dann so unten reinzieht, gehen die Knie, also die Schienbeine, doch noch ein bisschen weiter nach vorne. Und letztendlich sorgt das dann halt dafür, dass man ja, die Stange ein bisschen weit nach vorne geht und dann entsteht so ein Hebelarm und dann ist es halt deutlich schwerer zu heben. Und wenn man halt in einer geraden Linie das Gewicht so nach oben ziehen kann und das nicht um die Knie herumführen muss, dann ist das Gewicht halt doch deutlich einfacher zu heben. So, ich denke, wir sind jetzt hier mittlerweile bei 180 Kilo. Da habe ich dann die Kamera nach komplett vorne gewechselt, weil ich fand, man könnte dann doch nicht alles sehen. Ist aber immer ein bisschen schwierig, mich so ganz rauf zu kriegen. Ah ja, hier, das ist auch noch wichtig. Ich habe voll verkackt mit der Keile. Da kommt später dann, wie heißt es noch, das Nachspiel dazu. Das seht ihr hier bei diesem Satz. Ich habe viel, viel zu viel Kreide drauf getan. Das könnt ihr euch vorstellen, wie bei so einer Ketchup-Pulle. Kommt die ganze Zeit nichts raus, man drückt, kommt nichts raus. Vor allem hatte ich so richtig, richtig viel Flüssigkeit dran. Und
Naja, dadurch hätte ich halt, dass ich so über viel Flüssigkeit habe, sieht man das gleich. Es fängt schon an zu rieseln. Und auf jeden Fall habe ich mehr oder weniger da den Bereich schon ein bisschen mit Kreide eingesaut. Ne? Das ist ja auch nochmal ganz witzig. Ich kann nicht zählen. Also, und meine Hand ist ja sehr weiß, sollte ich auch nochmal zeigen. Falls ihr da jetzt ein Standbild gemacht habt, oder könnt ihr gleich mal machen, das wären eigentlich 145 Kilo gewesen. Gott sei Dank habe ich den Fehler nochmal gemerkt und dann nochmal auf 135 Kilo umgewechselt. So, also das sind jetzt die 135 Kilo, schön von vorne, damit man nicht sieht, dass mein Rücken eigentlich voll krumm ist. Naja, ich denke, es hält sich in Grenzen, so wie es aussieht. Aber ich hatte halt schon ein bisschen Angst, weil es halt Maximalgewicht ist, ne? Und ich wollte nicht, dass mich das ganze Internet wieder hatet. Dein Rücken ist so krumm. Du kannst überhaupt gar nicht Kreuzheben. Und ich meine, jetzt rein vom Gefühl, ich spüre überhaupt nichts im unteren Rücken. Die letzte Rep, ich glaube, das ist die letzte Rep, ja, die war dann doch ein bisschen eng, aber ich spüre nichts, überhaupt keine Belastung irgendwie im unteren Rücken. Also das war schon mal schlimmer. Und von daher, denke ich, war es auch noch ganz in Ordnung. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es wirklich auch jetzt daran lag, dass ich darauf geachtet habe, meine Knie weiter hinten zu haben und dadurch mehr eine gerade Linie hatte und nicht so einen Hebelarm auf meiner Wirbelsäule hatte. Und ja, das ist halt nochmal einfacher, aber eigentlich habe ich mir vorgenommen, aus dem Deadlift-Tag um einen Beintag zu machen, aber irgendwie verpeile ich das immer. Und deswegen habe ich dann auch Rücken gemacht. Wie ich schon gesagt habe, ich wollte mal dieses FST7 ausprobieren. Und deswegen mache ich jetzt hier erstmal ganz normalen Latzug. So hat er es in dem Video halt irgendwie auch gemacht. Und dann ganz zum Schluss halt nochmal eine Übung, wo man halt so richtig aufpumpt. Also deswegen hier ganz normaler, enger Latzug, so wie ich immer mache. Wie ihr das hier sehen könnt, ich bin ein bisschen groß. Ich kann überhaupt gar nicht stretchen. Also ihr seht, mein Arm und so ist alles noch voll angewinkelt. Und dann kommt der Gewichtsblock wieder unten rauf. Das ist echt leicht behindert. Also ich kann praktisch überhaupt gar nicht volle Range of Motion machen. Ich muss mehr oder weniger gezwungen Half Reps machen, weil meine Arme und generell ich einfach so lang bin. Naja, muss man halt mit leben. Sonst mag ich die Übung eigentlich richtig gerne. Also enges Latziehen fühlt sich bei mir echt am besten an. Und ja, deswegen hat man eine schöne Range of Motion und so weiter. Alle Muskeln werden aktiv. Ja. Auf jeden Fall, jetzt kommt das hier, 7 Sätze, 3 Sekunden Pause. Da habe ich die kompletten 7 Sätze einfach mal durchgefilmt, weil ich habe mir so einen Timer gestellt. 30 Sekunden Pause, 30 Sekunden Workout. Das heißt, das piept dann immer so. Und dann kann ich immer so Training machen. Auf jeden Fall, ich habe euch erzählt, ich habe ein bisschen zu viel Kreide genommen und das alles eingesaut. Und gleich kommt dann der Trainer an und meint, hier kriegst einen Lappen, mach mal sauber. Und ich war halt voll so in diesem Workout drin und habe mir gedacht, so, es hat halt immer so gepiept und habe gedacht, ja, okay, dauert ja nur 7 Minuten, ne? Und ist ja jetzt irgendwie nicht schlimm. Aber ich habe dann halt, wie soll ich das sagen, er meint halt so, mach das sauber und ich habe einfach weiter trainiert. Und ich glaube, das fand er dann doch nicht so toll. Wo hier so, ba, 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 ja, hier Lappen, mach mal sauber. Und ich, eiskalt, trainiere einfach weiter. Ja, und ich glaube, das war nicht so gut für das zwischenmenschliche Klima, sage ich jetzt mal so, dass ich ihn da mehr oder weniger ignoriert habe. Und einfach für ihn sah es wahrscheinlich so aus, als würde ich einfach sagen, ja, nö, mache ich nicht sauber. Aber ich habe halt nur so gedacht, so, hier, ich habe hier Timer, 30 Sekunden Pause, das muss ich jetzt machen, deswegen kann ich doch jetzt nicht hier das sauber machen mit der Kreide und so. Ja, und naja, das hat mich in dem Moment ein bisschen verwirrt, dass er dann so unfreundlich gegenüber mir war. Im Nachhinein kann ich das dann doch ein bisschen nachvollziehen. Ist halt irgendwie schon, naja, Kacke, ne? Aber gut, das dazu. Sonst saue ich ja normalerweise auch nicht so mit der Kreide rum, ne? Das lag halt daran, dass ich halt so über viel drauf getan habe. Ja, jetzt mache ich hier noch so ein paar Bizeps Curls. Wisst ihr ja schon von letzter Woche, ich mache wieder Bizeps Curls, weil meine Arme so dünn sind. Und diesmal auch ein bisschen mehr Gewicht, 15 Kilo sogar auf jeder Seite. Boah. Unglaublich. Da ich nicht weiß, wie viel die SZ-Stange wiegt, kann ich auch nicht sagen, wie viel das insgesamt ist. Ja, also eigentlich
sitze ich auf diesem Bizepsgerät falsch herum. Aber so finde ich das einfach viel geiler, wenn die Arme so straight drunter sind. Und ja, gleich mache ich auch nochmal so einen FST 7 Satz mit Bizeps Curls. Und danach auch nochmal so einen FST 7 Satz mit Seitheben. Und die habe ich halt alle schön schnell vorgespult. So voll so uncut und so. Könnt ihr sehen, wie das so bei mir aussieht. Und ich habe jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, tschüss.